Heißt es wieder in den Medien. Oh, wie schlimm die Muslime nur sind. Ehrenmord und Halala. Paul, bist du das? Ganz genau, Emid. Lange nicht gesehen. Auf jeden Fall. Nein, hast du dich verändert. Ja, ich hoffe, du meinst es positiv. Natürlich. Menschen ändern sich, das stimmt. Wie geht's dir? Ganz gut. Geht's dir gut? Das freut mich. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Im Boxcenter Marxloh. Stimmt. Boah, das ist eine lange Zeit. Weißt du noch damals, Gajan? Mit seinem ersten Schlag den kleinen Finger gebrochen. Das waren Zeiten. Bruder, ich boxe nicht mehr. Boxst du nicht mehr? Ich habe damit aufgehört. Okay. Gut. Habe daran keinen Sinn mehr gesehen, Leuten einfach aus Hobby die Nase zu polieren. Okay. Ich bin aus eigenem Willen und Überzeugung zum Islam konvertiert. Seitdem habe ich Frieden gefunden. Ich bin oft hier in der Moschee, gebe nach jedem Freitagsgebet den Kindern Koranseminare. Bruder, was mit dir? Inshallah werde ich kommen. Islam ist keine Zwangsreligion, Bruder, das weißt du. Ich weiß das. Ich meine, ich will dir hier jetzt auch nicht irgendwas einreden oder so, aber... Bruder, diese Welt ist eine Lüge. Alles kann von heute auf morgen vorbei sein. Das beste Beispiel ist genau heute dir passiert. Ein Kind, das gerade mal 3 Jahre alt war, es ist gestorben. Und es wird nie mehr wieder zurückkehren. Und nie mehr eine zweite Chance bekommen. Du hast noch diese Chance. Bruder, du kannst es sogar noch besser machen. Ich möchte dir ein Beispiel von meinem Leben geben. Bruder, mein Leben war nicht so brillant. Ich habe Drogen vertickt. Leuten auf die Fresse gehauen. Dies und das geklaut. Und alles, was dazugehört. Bis ich eines Tages einen alten Mann sah, der mir tief in die Augen blickte und sagte: Mein Sohn, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Finde den Weg zum Frieden.